Harald TV und auf diesen Moment freue ich mich riesig, wenn die Kirschbäume Blüten tragen, wenn es richtig warm wird. Wir möchten Ihnen aber nicht in dieser Sendung den Frühling verkaufen, sondern wir möchten Ihnen zeigen, wie einfach es ist, außergewöhnliche Aufnahmen zu machen. Mal aus der Luft, aus der Vogelperspektive oder auch mal bei stockfinsterer Nacht oder, und damit werden wir beginnen, mit ganz wilden Aufnahmen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann Ihnen eins sagen, Ingo als auch ich, wir sind absoluter Fan von der ersten Kamera. Wir haben sie beide im Garten benutzt. Und Ingo, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, einzigartige Aufnahmen damit gemacht, oder? Einzigartige Aufnahmen. Ich würde aber erst mal sagen, ihr seht sehr malerisch aus da zwischen den Kirschblüten. Sehr frühlingshaft. Ach. Und jetzt ist genau die Zeit, wo Sie wieder rausgehen können und mal solche Aufnahmen machen können. Wir haben da, wie gesagt, diverse Kameras im Angebot. Das erste ist diese Wildkamera. Und das ist, Ralf, du und ich, wir haben die ausprobiert. Wir haben die bei uns zu Hause gehabt und die atemberaubendsten Aufnahmen gemacht. Die hängen Sie ganz einfach an irgendeinen Baum oder stellen Sie auf ein Stativ. Das Stativ bekommen Sie auch mit dazu. Sie bekommen einen langen Riemen dazu, mit dem Sie das dann ganz einfach um einen Baum wickeln können. Und dann fängt diese Kamera aufzunehmen, wann immer sich etwas davor bewegt. Ganz, ganz toll. Sie hat dabei einen bis zu 6 Monate langen Standby. Das heißt, die hängen Sie einfach auf und dann können Sie sich erstmal zurücksetzen. Und wann immer Sie Lust haben, gucken Sie, was hat denn diese Kamera aufgenommen. Die Bedienung ist kinderleicht. Diana hat sie gerade mal aufgemacht. Sie sehen, die wird mit Batterien betrieben. Da haben Sie auch noch einen großen Monitor mit 5,1 cm, wo Sie mal kurzzeitig nachgucken können. Ja, und das sind jetzt Aufnahmen bei mir aus dem Garten. Guck mal. Das würde normalerweise nie rauskommen, dieses Eichhörnchen. Aber es fühlt sich natürlich unbeobachtet. Und dann kann man hier eben in Full HD, in Farbe, die tollsten Aufnahmen damit machen. Das ist so niedlich. Wir haben uns so gefreut. Wir hatten dieses Eichhörnchenhaus bei uns aufgehängt und dachten immer, kommt da was, kommt da nichts. Und dann ist tatsächlich mal dieses Eichhörnchen rausgekommen und wir haben es voll aufgenommen mit genau dieser Kamera. Die nimmt auch noch bei Nacht auf. Die hat hier oben 22 Infrarot-LEDs drin. Das heißt, wir können hier sogar bei Nacht sehen. Dieses Infrarotlicht hier vorne, oben ist es im oberen Teil. Das ist auch bei mir im Garten hier, auch mit dieser Kamera aufgenommen. Da hatten wir es erstmal auf den Boden gestellt. Und da haben wir einen kleinen Igel gefunden, ganz genau. Es gibt viele Tiere, die eben sehr, sehr scheu sind und bei Tageslicht nicht rauskommen. Und guck mal, das fand ich total witzig. Da hat sich eine kleine Maus versteckt da bei uns im Eichhörnchenhaus. Irre Aufnahmen kriegt man damit hin. Und dass Sie sehen, das ist nicht einfach schwarz-weiß. Das sind richtig gestochene Graustufen, die die hier nachts aufnimmt. Das war in totaler Finsternis, wurde das aufgenommen. Da kriegt man einfach die tollsten Aufnahmen. Und Ralf, erzähl mal, was du aufgenommen hast. Ja, also tagsüber, ich habe ein großes Vogelhaus bei mir, eben die scheuen Tiere. Also bei mir ist viel Specht unterwegs, aber vor allem meine Eichelhäher, die liebe ich. Aber, das wissen Sie selber, Eichelhäher, die sind unglaublich scheu. Die Wächter des Waldes, wie man so schön sagt. Da habe ich perfekte Aufnahmen gemacht. Und nachts, ich habe mich immer gewundert, was nachts für Geräusche in meinem Garten sind. Da schauen Sie mal, jetzt kommt gleich der Eichelhäher. Das ist bei mir im Garten. Jetzt kommt gleich der Eichelhäher angeflogen. Morgens kriegen die übrigens immer Erdnüsse. Ja, und die holen sie dann. Da ist er. Und jetzt kommt gleich noch ein zweiter und ein dritter. Ich habe insgesamt 4, wenn ich sie richtig zähle, weil da ist ein buntes Treiben morgens. Ja. Aber das sind Aufnahmen, wenn ich nebendran stehen würde. Keine Chance, die kommen nicht. Die sind viel zu scheu, diese wunderschönen Vögel. Da sehen wir, Nuss geschnappt und gleich wieder weg und gleich der nächste hinterher. Und nachts, und die Aufnahmen, die liebst du ja auch, ich weiß es, meine Waschbären. Ich habe mich immer gewundert, wo kommen die Geräusche her und habe dann auch mal nachts die Kamera installiert. Und ja, ich sage immer, meine Fellbären oder meine Fellmeisen, das ist ebenfalls das gleiche Vogelhaus jetzt bei mir im Garten, aber eben nachts. Es ist der absolute Wahnsinn. Also sowas sieht man nicht. Sowas kann man eigentlich nicht sehen. Aber mit so einer Kamera kann man das dann eben sehen, weil sich die Tiere unbeobachtet fühlen und man sie natürlich auch nicht stört. Gerade so ein Igel, den muss man ja im Winter wirklich in Ruhe lassen, weil der braucht seinen Schlaf. Der kommt alle paar Tage mal raus und sucht sich was zu essen. Mit Waschbären, die sind so scheu. Man glaubt gar nicht, dass es überhaupt Waschbären gibt hier in Deutschland, aber die breiten sich doch mehr und mehr aus. Aber guck mal, wenn du die Aufnahme nicht gehabt hättest, hättest du gar nicht gewusst, was da los ist. Eben. Also ich habe da jede Nacht fast irgendwelche Geräusche gehört. Guck mal, ein zweiter sogar nicht, da. Ja. Ich habe sie Cindy und Bert getauft. Also jede Nacht hatte ich irgendwelche Geräusche im Garten und konnte die wirklich nicht identifizieren. Ich wusste zwar, das müssen irgendwelche Tiere sein, weil ich ja auch waldnah wohne. Aber hier sehen wir, und dann haben wir den Beweis. Und die haben also wirklich, wirklich viel Zeit in meinem Vogelhaus verbracht. Und das Schöne ist, man kann ja diese Videos oder Fotos einstellen. Und man kann das per Bewegungssensor. Ja. Also man muss, die Kamera läuft nicht automatisch.
durchgehen, sondern sobald Bewegung. Das ist unser Eichelherr bei uns im Garten. Ne? Und das ist in Bremen. Ja? Auch das ist ein Bremer Eichelherr. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Der ist wahrscheinlich von mir, vom Garten, bis zu dir nach Bremen gefahren, weil dort noch Nüsse rumlagen. Ein Briefeichelherr. Ja, der ist auf dem Zug gesessen, ist gefahren, damit er nicht fertig ist. Nein. Aber es ist so faszinierend, diese Aufnahmen, auch wenn man zur Kamera kommt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Was ist drauf? Was ist passiert? Ja. Dann schaut man sich das an und denkt, hey, der Wahnsinn, das hat sich richtig rentiert. Und Ihnen wird es genauso gehen. Wenn Sie einen kleinen Garten haben und auch sagen, oh, ich weiß nicht genau, was da keucht und fleucht tagsüber. Klar, die Vögel aus Entfernung kann man sie beobachten, ja. Aber was nachts abgeht, und das ist ja nochmal die Steigerung, das ist eben oftmals oder bleibt im Verborgenen, kann man nur erahnen. Hier hat man dann mal wirklich tolle Aufnahmen. Sie haben die Qualität gesehen. Ja. Alle Bilder, die wir hier gesehen haben, Ingo, waren von der Kamera. Die sind von der Kamera. Die macht noch einen kleinen Datums- und Zeitstempel ran und zeigt auch noch die Temperatur, was ich auch ganz interessant finde. Aber sie ist wirklich kinderleicht anzubringen. Wie gesagt, mit diesem Riemen binden Sie die einfach um einen Baumstumpf oder machen es mit dem Stativ, stellen Sie irgendwo hin. Und dann steht Ihren eigentlichen Naturaufnahmen nichts mehr im Wege und Sie können selber diese Aufnahmen machen. Ja, nicht nur im eigenen Garten. Vielleicht haben Sie auch in der Nähe Ihres Hauses eine kleine Futterstelle, auch da gern mal installieren. Die arbeitet ja kabellos, also ganz egal, wo Sie es machen wollen. Unser weiter Tipp für Sie, wenn Sie Naturliebhaber sind, für 56,99 Euro unbezahlbare Aufnahmen machen. Das geht mit dieser Kamera. Die Bestellnummer ist die NX6179 und die 569. Und jetzt hast du uns, und da hast du uns auch in der ganzen Firma stolz davon erzählt, gerade im Film unser Eichhörnchenhaus gezeigt. Und wenn Sie irgendwo Bäume haben und auch Eichhörnchen, unterstützen Sie die Eichhörnchen. Und das ist ja wirklich richtig putzig hier. Ja, ja, erstmal von der Konstruktion her, es ist ein Eichhörnchenhaus. Und Sie sehen, das hat oben diesen Deckel. Und was dann passiert, Sie haben das vorhin in dem Video gesehen, die stellen sich da vorne auf dieses Podest, klappen den Deckel hoch und holen sich die Nüsse raus. Und dann essen die Nüsse nicht da, sondern machen mit ihren Zähnen, die haben ja ganz scharfe Zähne, kleine Löcher rein, damit sie die transportieren können, hauen damit ab und verbuddeln die wieder irgendwo. Das sind auch eben Tiere, die keinen Winterschlaf machen, die eben ab und zu mal rauskommen und sich was zu futtern suchen. Und da ist dieses Eichhörnchenhaus natürlich ein riesengroßer Spaß. Das kommt als Bausatz, ist also auch nochmal ein Spaß, das vielleicht mit Kindern zusammenzubauen. Aber das ist so niedlich, wenn die da reingehen und diese Klappe aufmachen und sich da ihre Nüsse rausholen. Sie haben das in dem Video gesehen, das ist der absolute Wahnsinn. Als ich diese Aufnahmen hatte, bin ich ja montags hierher gekommen. Ihr müsst das unbedingt sehen, das ist so toll geworden. Also wenn du Eichhörnchen siehst, im Normalfall immer aus Entfernung irgendwo den Baum hoch oder runter. Die sind dann ganz hier klein. Verbindung natürlich noch mit der Kamera. Das gibt einzigartige Aufnahmen. Ein Bausatz für gerade mal 12,34 Euro. Oben sehen wir diese Metallverstärkung, das heißt, das ist auch wassergeschützt, also auch wenn es da stark regnet, bleiben die Nüsse geschützt und das Holz geschützt. Und guck, da sehen wir die Aufnahmen nochmal. Und wenn Sie sagen, jawohl, das möchte ich auch im Garten, ich glaube 12,34 Euro ist ein wirklich günstiger Preis. Die Bestellnummer für unser Eichhörnchen-Futterhaus, das ist die ZX8076 und die 569. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Platz, weil wir verändern die Sichtweise. Und wenn Sie sich auch mal selber auf die Lauer legen wollen, Tag als auch Nacht, dann haben wir jetzt das nächste genau richtige Gerät für Sie. Das ist ein Nachtsichtgerät, Ingo. Ja, es ist nicht nur ein Nachtsichtgerät, es ist so viel mehr. Es kommt in dieser Tasche, also wie ein richtig vernünftiges Fernglas. Und es lässt sich auch benutzen wie ein Fernglas. Bei Tageslicht habe ich hier ein ganz, ganz tolles Fernglas erstmal. Und bei Nacht, wie du gesagt hast, Ralf, ist es ein Nachtsichtgerät. Nachtsichtgerät bedeutet, wir haben hier vorne einen Infrarotstrahler, hier auf der Seite, einen Infrarotstrahler, der strahlt Infrarotlicht aus. Und das ist eben Licht, was wir nicht sehen können, was Tiere nicht sehen können, aber dieses Nachtsichtgerät sieht das. Es hat bis zu 850 Meter Reichweite. Das ist schon mal sehr, sehr vernünftig. Und 200 Meter bei Nacht. Du kannst in stockfinsterer Nacht kannst du 200 Meter weit gucken mit diesem Gerät. Wir haben zweimal optisch und viermal digital Zoom. Also da kann man auch die Sachen, die man beobachten will, ganz nah ranholen. Und der Hammer hier ist jetzt noch, dass wir sogar aufnehmen können, was wir hier sehen. Sowohl Foto als auch Video. Du kannst ja viel mit deinen Waschbären zum Beispiel. Ne? Du kannst ja vielen erzählen, oh, ich habe Waschbären bei mir im Garten. Und dann, ja, klar, natürlich. Ne?
Aber hier hast du jetzt eben, kannst du es aufnehmen und hast es dann auf Video oder sogar als Foto und kannst es eben zeigen deinen Leuten oder eben auf sozialen Medien teilen, was auch immer. Es ist so ein Spaß, damit mal nachts durch die Natur zu gehen. Ja, ich glaube, für alle Naturfreunde, eigentlich für alle Menschen, ist ja die Nacht etwas, wo wir nicht sehen. Das liegt einfach in der Natur. Ja. Aber hiermit machen Sie die Nacht zum Tag. Und wenn ich bedenke, dass es jetzt so immer noch so um 17 Uhr, 17.30 Uhr dunkel wird und man möchte da auch mal ein bisschen die Natur kennenlernen, dann nehmen Sie einfach Ihr Nachtsichtgerät mit. Und dann legen Sie sich auch mal auf die Lauer, vielleicht an bekannten Futterstellen aus sicherer Entfernung. Und dann schauen Sie erstmal, was passiert, und vor allem, wenn Sie dann etwas sehen, was Sie besonders fasziniert, dann drücken Sie den Aufnahmeknopf und dann wird das, was Sie eben aufnehmen gerade, nicht nur als Erinnerung im Kopf, sondern im Gerät gespeichert. Ganz genau. Und dann kann ich es auch der ganzen Familie zeigen. Nicht so wie die Angler immer, ich habe so einen Fisch gefangen, zeig mal Fotos. Ja, das ist ein binokulares Nachtsichtgerät. Das bedeutet, wir können mit beiden Augen gleichzeitig durchgucken. Und es ist egal, ob Sie Brillenträger sind oder nicht, ist genug Platz. Schauen Sie mal, das ist ganz, ganz weich gepolstert hier. Und wenn Sie hier durchgucken, sehen Sie mal, dann sehen Sie einen Monitor. Und der ist so hochauflösend, dass es vorkommt, als würden Sie vor einem riesengroßen Fernseher sitzen oder sogar einer Kinoleinwand. Das ist eine ganz, ganz tolle Qualität, mit der Sie das hier sehen. Tagsüber natürlich in Farbe und nachts dann in diesem tollen, tollen Infrarot-Nachtsichtmodus, wo man bis zu 200 Meter nachts in kompletter Finsternis weit gucken kann. Das ist ein fantastisches Gerät und das ist jetzt etwas, was jetzt, sage ich mal, im Verbrauchermarkt angekommen ist. Das war ja früher was für Agenten und Armee und sowas. Da hat man das immer gesehen und dachte, wow, das ist ja ganz schön beeindruckend. Aber jetzt kann man sich das eben selber leisten. Und das ist etwas, was so eine Faszination ausübt, dieses Nachtsichtgerät, dass man damit eben nachts sehen kann. Gucken Sie mal hier. Und vor allem, du brauchst doch nicht zwei Geräte, das finde ich toll. Du hast es als ganz normales Fernglas auf Wanderungen dabei, um die Landschaft mal zu beobachten oder auch Tiere. Und dann natürlich auch, egal wie dunkel es wird, steigern sie einfach die Infrarot-Nachtsicht und bis zu stockfinsterer Nacht ohne Mond. Ja, sie werden niemals nichts sehen und das ist toll. Vielleicht wirklich der Start in ein neues Hobby, aber auf jeden Fall in eine neue Welt, das können wir sagen, weil wir Menschen sehen eben bei nachts nicht. Nichts, bei Nacht nichts. Und mit diesem Gerät mache ich die Nacht zum Tag. Ja, und du hast, wie du gesagt hast, du hast ein hervorragendes Fernglas tagsüber und nachts eben dieses Nachtsichtgerät und kannst dabei noch aufnehmen und Fotos machen. Das ist unglaublich. Also für ein gutes Fernglas legt man auch locker mal 100, 200, 300 Euro hin. Hier hat man eben dieses Fernglas plus die Nachtsichtfunktion plus man kann die Sachen, die man sieht, auch noch aufnehmen. Das sind wirklich tolle, tolle Aufnahmen, die man da machen kann. Sie sehen das hier. Das sind richtig tolle. Das ist nicht nur schwarz-weiß, das sind ganz, ganz viele Graustufen, die wir hier haben. Ein ganz, ganz tolles Gerät mit 850 Meter Reichweite tagsüber. Überleg mal, du bist irgendwo beim Fußballspiel oder auf einem Konzert und kannst es dann eben als Fernglas benutzen, aber noch gleichzeitig aufnehmen. Du, nur bei Wanderungen, Benno. Also ich bin ja am Kaiserstuhl groß geworden. Da gibt es oft viele Berge, da sieht man rein, Natur. Kann man es mitnehmen, da ist Natur pur. Ja. Aber auch hier in Niedersachsen, viele Naturtiere sind eben nur nachts unterwegs, nachtaktiv. Das sind die Füchse, die Wildschweine, wahrscheinlich der Dachs. Wir haben vorhin die Waschbären gesehen und. Und die kann ich eben aus sicherer Entfernung nur bei Nacht beobachten, wenn ich denn sehen kann. Hier haben wir auch noch so einen Nachthasen, ist auch nur nachtaktiv, Diana. Ja, also es gibt einfach fantastische Aufnahmen mit diesem Gerät und das für gerade mal 189,99 Euro. Ich behaupte, dass man vielerorts für ein ganz normales Fernglas in dieser Qualität schon um diesen Preis rum bezahlt. Hier haben wir zusätzlich die Nachtsicht und vor allem, wir haben ja im Prinzip diese eingebaute Videokamera, mit der ich alles, was ich sehe, auch speichern kann im Gerät drin und mir dann später selber nochmal anschauen. Mensch, war das toll. Es macht einfach Riesenspaß und ist mal eine ganz neue Sicht, weil nachts kann man normalerweise nicht sehen. Du hast es gesagt, in totaler Finsternis können Sie hier 200 Meter weit sehen. Ja, und das für 189,99 €. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, das ist die ZX5057 und die 569. Die 569 bitte nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Kommt natürlich Porto und Versand kostenfrei zu Ihnen, aber speichern müssen Sie das nirgendwo.
und hier kommt eine Micro-SD bzw. SD-Karte rein. Und genau so eine haben wir jetzt noch für Sie im Angebot. 32 GB, da passt sehr, sehr viel drauf. Können Sie stundenlang aufnehmen. Es ist eine Class 10 Intenso Micro-SD-Karte. Intenso ist eine Markenqualität. Class 10 bedeutet, dass sie sehr robust ist natürlich, aber auch sehr schnell liest und schreibt. Und das ist die ideale Karte für unser Nachtsichtgerät. Die stecken Sie einfach rein und damit können Sie dann Ihre Aufnahmen speichern und auch wiedergeben. Das ist einfach toll. Ja, nicht nur fürs Nachtsichtgerät, für die Wildkamera. Die braucht auch noch einen Speicher. Da können Sie auch dazu bestellen. Gerade mal 8,54 Euro der Preis, das ist super günstig. Und Sie notieren hier bitte die Bestellnummer PX9965 und die 569. Nochmal 8,54 Euro, da kann man nichts verkehrt machen. So, jetzt gehen wir in das Nächste. Es gibt aber auch ganz alltägliche Situationen, die man filmen will. Die hat man schon immer gefilmt, seit es privat möglich ist. Ich spreche von Hochzeiten, von Taufen, von Geburtstagen, von Urlauben, von spielenden Kindern. Aber das sollten Sie heute, und das ist meine feste Überzeugung, in der bestmöglichen Qualität machen. Und hier, Diana Hatz, haben wir die kleinstmögliche Kamera oder auf kleinstem Ort mit der bestmöglichen Auflösung, Ingo. Ja, wir haben hier eine 4K UHD-Kamera. Das ist also, wenn Sie einen neuen Fernseher haben, sind die in der Regel 4K. Das heißt, Sie haben viermal so hohe Auflösungen wie beim normalen HD-Fernseher. Diese Kamera nimmt das auf einem Sony-Sensor. Das heißt, da ist auch noch Qualität dahinter. Und hier sehen wir mal, Sie können das ganz einfach anmachen, indem Sie diese Seite da vorklappen. Die Seite können Sie dann im Winkel verstellen. Und dann können Sie auch schon loslegen. Und da sind wir schon beim großen, großen Vorteil hier einer Videokamera verglichen mit, wir haben ja alle in letzter Zeit immer nur noch mit dem Handy Videoaufnahmen gemacht. Mit so einer Kamera kriegt man eben eine Qualität hin, die wir normal auf dem Handy nicht hinkriegen. Wir haben beim Handy haben wir einen Bildsensor, der ist sehr, sehr klein. Hier haben wir einen Bildsensor, der ist so groß wie ein 2-Euro-Stück, würde ich mal sagen. Da passt natürlich auch viel mehr Informationen drauf. Wir haben 4K UHD in Farben natürlich mit Ton, was wir hier aufnehmen können. Die Qualität kriegt ein Handy nicht hin. Wir haben natürlich diverse Sachen noch drin, einen Bildstabilisator, automatischen Weißabgleich, all diese Sachen, technischen Sachen, die ein Handy auch nicht unbedingt hat. Aber was eben hier toll ist, dass wir hier praktisch unbegrenzt Speicher haben, weil wir auf eine Speicherkarte aufnehmen. Handy ist schon mal schnell voll. Aber was ich so mit am besten finde, ist, dass sie sehr klein ist, aber dass wir auch hier Aufnahmen machen können. Und zwar die ganze Zeit in 4K UHD, ohne gestört zu werden. Du weißt, wenn man mit dem Handy irgendwas filmt und dann kommt ein Anruf oder eine WhatsApp oder der Akku ist alle, kommt immer so eine Meldung, die muss man erstmal wieder wegklicken, die stört die Aufnahme hält eventuell an. Das ist hier eben nicht der Fall, weil wir eine dedizierte Videokamera haben. Um überhaupt zum Video hinzukommen beim Handy, musst du dich auch erstmal durch diverse Menüs durchklicken. Hier machst du einfach die Klappe auf und kannst sofort loslegen. Was ich gerade beeindruckend finde, wir machen ja alle kleine Videos mit dem Handy, sollen sie auch in Zukunft machen, so 10 Sekunden, 20 Sekunden, mal so einen kleinen Clip. Aber wenn sie wirklich langanhaltende Aufnahmen machen wollen, machen sie die professionell mit einem Camcorder. Und das, was mich jetzt gerade beeindruckt hat, Diana hat ja diesen Zoom reingemacht, das ist ein 16-fach Digital-Zoom drin. Wenn ich das mit dem Smartphone mache, wenn ich ein bisschen zoome, dann wackelt das, man sagt so schön, wie ein Kuhschwanz. Ich bekomme es nicht ruhig. Ja? Hier, egal, so ist ja ganz nah auf uns dran gefahren, der durch den Bildstabilisator ein 100% ruhiges, ruckelfreies Bild. Und wenn Sie höchste Qualität wollen bei Ihren Bildern, dann machen Sie das mit einem professionellen Camcorder. Und als ich zum allerersten Mal diesen Camcorder gesehen habe, beziehungsweise auch die technischen Optionen mir mal durchgelesen habe, habe ich gedacht, du, da wird es so 300 Euro aufwärts wird hier der Preis sein. Ja. Und jetzt schauen Sie mal auf unseren TV-Sonderpreis, 113,99 Euro. Und man denkt ja immer, Ingo, im ersten Moment, wenn man Aufnahmen macht, ja, dass ich es mir nächste Woche noch mal anschauen kann. Ja. Nein, diese Aufnahmen, natürlich können Sie es auch nächste Woche wieder anschauen, aber die Aufnahmen, die Sie machen, das sind die historischen Aufnahmen von morgen und übermorgen. Wenn Sie bedenken, in 20 Jahren Ihren Kindern, in 30, 40 Jahren den Enkeln zeigen und dann überdauert sie ja auch noch. Und das in bestmöglicher Auflösung. Das kann man hier wirklich sagen. Wir nehmen digital auf, wir nehmen in 4K UHD auf. Wie du gesagt hast, dieser Bildstabilisator ist natürlich super. Wir haben eine eingebaute Leuchte, also eine Videokamera, die vollständig ausgestattet ist. Wir können die sogar als Webcam benutzen, an Computer anschließen. Aber es ist einfach so, dass wir hier Sofortaufnahmen machen können in einer unglaublich tollen
Qualität. Und gerade so, wie du sagtest, große Reisen und Events ist eben mit Handy, würde ich nicht trauen. Hier kann man eben richtig schöne Aufnahmen machen. Es ist klein genug, dass es jetzt wieder auch mobil ist. Deswegen sind Handys ja auch in Mode gekommen, weil man die immer dabei hat und immer schnell Videos mal machen kann. Ich würde sagen, diese Kamera ist inzwischen so klein, dass man die auch überall hin mitnehmen kann. Ist auch noch eine hervorragende Fotokamera, das habe ich noch gar nicht gesagt. Hier 48 Megapixel Fotos können Sie damit auch schießen. Das ist normalerweise, da sind wir im Bereich von der Spiegelreflexkamera. Und das geht hier eben alles mit dieser tollen elektronischen Kamera, die eben voll digital aufnimmt. Die Aufnahmen können Sie sofort weiterschicken. Sie können DVDs brennen, mit Ihren Lieben teilen. Da braucht man kein Kabel vom Handy zum Computer, erstmal alles Mögliche konvertieren, bis man das hingekriegt hat. Schauen Sie mal die Aufnahmequalität. Das Gras hier bei diesem, als Diana da im Rasen stand, da sehen Sie jeden einzelnen Grashalm, weil das eben 4K UHD ist. Das ist halt der große Vorteil dieser Videokamera. Ich sage immer, wenn man eine Fliege filmt, man kann die Haare an den Beinen zählen. Hier, so mal. Scharf ist das. Das sind jetzt mal original Naturaufnahmen mit dieser 4K-Cam. Und da sehen Sie mal diese Qualität. Und da sollte man unbedingt drauf achten, wenn man jetzt Aufnahmen für die Ewigkeit macht, dass die auch die bestmögliche Qualität haben. 113,99 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis, übrigens natürlich auch noch mit besten Komponenten. Sie können es gerade lesen mit dem Sony-Sensor, der eingebaut ist. Und die Bestellnummer für diesen 4K-Camcorder, das ist die NX4907 und die 569. Auch hier wird das Ganze natürlich gespeichert auf einer Micro-SD-Karte. Mhm. Und genau so eine haben wir für Sie auch noch dabei, aber jetzt in der Größe, dass Sie auch stundenlang 4K-Qualität aufnehmen können. Ja, 4K nimmt mehr Platz auf natürlich, weil wir viel mehr Daten haben. Also Sie werden es nicht bereuen. Die Aufnahmen sind wirklich atemberaubend. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eine 128 GB große Karte, früher sagte man Festplatte für die Größe, würde ich mal sagen. Aber hier haben wir eben eine 128 GB große Karte, die genau in die Kamera reinpasst. Von Intenso, auch diese hier ist Class 10, das heißt super Qualität, sehr robust und eben auch sehr schnell. Ja, und ganz schnell sein und jetzt die größtmögliche Karte hier bestellen zu diesem fantastischen TV-Sonderpreis, 22,79 Euro. Die Bestellnummer hier ist die ZX2798569. Und wenn Sie von Anfang an dieser Sendung dabei waren, habe ich gesagt, wir machen wilde Bilder. Das hatten wir mit unserer Wildkamera. Wir machen nachts mit unserem Nachtsichtgerät. Wir machen normale Aufnahmen, aber in 4K-Qualität. Und wir machen Aufnahmen aus der Vogelperspektive und haben dabei auch noch viel Spaß. Und genau zu diesem Punkt kommen wir jetzt. Du hast unseren derzeit erfolgreichsten Quadrocopter noch mitgebracht. Ja, das ist ein Quadrocopter. Das ist ein Helikopter, ein fernsteuerbarer Helikopter, der eine Kamera eingebaut hat. Und diese Kamera ist auch 4K. Der kommt in diesem tollen Koffer. Alles dick gepolstert, ideal zum Transport und zum Lagern natürlich. Er ist faltbar. Und Diana, ich gebe ihn dir gleich zum Fliegen. Diana hat heute gewonnen. Die darf ihn heute fliegen. Da gibt es normalerweise immer Streit. Heute nicht. Heute wurde gelost. Und Sie sehen, wie einfach der auseinanderzuklappen ist. Und dann müssen wir den nur anschalten, hier an dem Knopf. Dann sagt er, dass er fertig ist. Wir nehmen diese tolle Fernbedienung dazu. Auch sehr, sehr einfach. Und dann ist es unglaublich einfach, diesen Quadrocopter zu fliegen. Ich brauche wirklich nur diesen einen Knopf zu drücken. Dann fangen die Rotoren an, sich zu bewegen. Weil wir hier im Studio sind, muss ich GPS ausschalten. Das erkläre ich Ihnen gleich noch. Und dann, wenn ich den Knopf drücke, startet er von ganz alleine und bleibt in der Luft stehen. Ich brauche nichts zu machen, außer diesen Knopf zu drücken. Sehen Sie das? Fünf. Und jetzt gebe ich dir mal die Fernbedienung, Diana. Oh, danke dir. So, warum der so leicht zu fliegen ist, liegt an dem Gyroskop und Optical Flow Technologie, die er da drin hat. Dadurch liegt er immer stabil in der Luft und lässt sich ganz, ganz leicht fliegen. Was Diana hier macht, können Sie auch machen. Sie müssen wirklich nur rechts, links, hoch, runter und drehen. Und dann hat er da vorne, Sie sehen das vielleicht, hat er so ein kleines Loch drin. Da ist die 4K-Kamera drin. Und die können wir jetzt zeitgleich live auf einem Handy oder Tablet sehen. Schauen Sie mal hier, Ralf hat das jetzt bei uns auf dem Tablet rauf gemacht. Das ist das, was die Kamera gerade sieht. Unsere Kameraleute, jetzt dreht sich Diana da in die Kamera. Das sind die Aufnahmen von diesem Quadrocopter.
Und das muss man sagen, richtig Spaß macht es natürlich, wenn sie draußen sind. Ja, richtig Reichweite. Wir können hier, ich sag mal, 4-5 Meter in die Höhe und 10 Meter links, 10 Meter rechts. Draußen haben sie 300 Meter Reichweite. Und dann können sie eben auch hier mal wunderbare Aufnahmen machen, natürlich über ihr Mobilfunkgerät oder einfach mal aus der Vogelperspektive zuschauen. Und jetzt, Ingo, da sind ja wirklich Optionen, technische Optionen drin, die man sonst nur im Hochpreissegment, also ich spreche jetzt von 300 Euro aufwärts, findet. Und das begeistert mich, dass es jetzt endlich mal bezahlbar ist. Ja, wir haben diese, wie gesagt, diese 4K-Kamera. Da können Sie sehen, was passiert, aber natürlich auch Filmaufnahmen und Fotos machen aus der Luft. Wir haben GPS eingebaut. GPS ist dafür da, dass Sie natürlich einerseits Routen vorprogrammieren können, wenn Sie das wollen. Aber was eben auch wichtig ist, dass er weiß, wo Sie sind. Es gibt einen Knopf, dann fliegt er nämlich ganz einfach zu Ihnen zurück. Wenn der jetzt mal 300 Meter weg ist, was die Reichweite ist, dann ist das nur noch ein kleiner schwarzer Punkt am Horizont. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung der mir steht. Und dann kann ich einfach einen Knopf drücken, er fliegt zurück zu mir. Ich kann ihn um mich herum fliegen lassen. Sie kennen diese Aufnahmen vielleicht aus dem Fernsehen oder von YouTube, wo Leute irgendwo am Strand stehen und dann fliegt eine Kamera um die rum. Das wird mit diesen Drohnen oder mit diesen Quadrocoptern gemacht. Quadrocopter ist, dadurch liegt er eben, weil er 4 Rotoren hat, sehr ruhig in der Luft. Aber das Tolle hier ist dieses Optical Flow Gyroscope, dass der eben absolut ruhig in der Luft liegt. Die Fernbedienung selber, Diana hat die in der Hand, hat noch eine Vorrichtung, dass ich ein Handy einspannen kann. Das heißt, ich kann hier wirklich nach Sicht auch fliegen. Das finde ich unglaublich toll, dass er eben hier diese 300 Meter Reichweite, 100 Meter in der Höhe, Sie kriegen ganz neue Perspektiven. Es macht einen Riesenspaß und Sie werden überall der Mittelpunkt sein. Ja, und vor allem auch als Anfänger leicht zu fliegen, ja, durch diese Startautomatik, Landeautomatik. Braucht man auch keine Bedenken zu haben, schaffe ich das? Ja, Sie werden es schaffen. Und mit jedem Mal fliegen werden Sie ein bisschen mutiger. Ja, und dann geht man auch mal ein bisschen ins Tempo rein hier und fliegt auch mal ein bisschen rasant um die Ecken. Also Sie werden sehen, es macht unglaublich viel Spaß. Jetzt ganz aktuell, wenn Sie Eigenheimbesitzer sind, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Dachrinnen kontrolliert? Ja, das ist ein guter Grund, ja, ne? Wenn man das beim Partner irgendwie, sagen wir mal, begründen muss, warum ich den unbedingt brauche. Ja, Mensch, ich muss doch mal die Dachrinnen gucken. Jetzt ist der Frühling, wer weiß, was da vom Herbst noch oben alles drin liegt. Aber wie gesagt, es ist draußen, ist natürlich die volle, kommt man zu der vollen Funktions- und Spaßfaktor hier rein, weil da ist man halt absolut frei. Hier im Studio macht es schon einen Riesenspaß. Und es ist ein Knopf zum Starten und ein Knopf zum Landen. Den Rest macht er von ganz alleine. Er liegt ruhig in der Luft. Das können Sie auch. Sie können Chefpilot werden von Ihrem eigenen Quadrocopter hier. Kommt mit Tasche und allem und haben das Live-Bild jederzeit auf dem Handy oder auf dem Tablet. Ganz egal, ob das Android oder Apple iOS ist. Sie sind Ihr eigener Pilot und können sehen, was dieser Quadrocopter sieht. Also Faszination pur, tolle Aufnahmen in 4K-Technologie, GPS-Steuerung, 300 Meter Reichweite, dann kann man mal den ganzen Straßenzug hoch und runter fliegen. Und das alles für gerade mal 123,49 Euro. Und ich muss sagen, wir selbst uns alten Esel. Es macht riesen Spaß und es ist bei weitem nicht nur ein Männerspielzeug, weil wir haben das bemerkt bei sämtlichen Frauen bei uns in der Firma, wenn die einmal wie Diana jetzt die Fernbedienung in der Hand haben, sie geben sie nicht mehr her. Ja, bei Ihnen. Haben wir den vor 2 Wochen das erste Mal in die Hand gedrückt. Ja. Die ist sofort losgeflogen damit. Das kann wirklich jeder. Jetzt haben Sie mal die Landefunktion gesehen. Auch nur ein Knopf und schon landet er ganz sicher. Das ist Ihr eigener Quadrocopter. Kommt mit Akkus. Sie können sie dann per USB laden. Total einfach und sehr, sehr spaßig. Macht einen Riesenspaß. Ja, und das gerade mal für 123,49 Euro, nicht wie ich vorhin angesprochen habe, für mehrere 100 Euro. Also holen Sie sich diesen Spaß mit der Zusatzoption, dass Sie natürlich faszinierende Aufnahmen machen können, mit der Bestellnummer NX4940 und die 569. Es ist heutzutage immer wieder für mich begeistert, was für Arten von Kameras es alles gibt. Unsere Wildkamera übrigens schon sehr stark nachgefragt, die wir hatten. Aber egal, für welche Kamera Sie sich jetzt entscheiden, wir wünschen Ihnen viel Spaß und faszinierende, einzigartige Aufnahmen damit.